Ich gehe jetzt mal gucken wegen Fleisch verkaufen. Und dann komme ich grubbern. Okay. Lars ist nicht da, große Nachfrage. Ja. Oh, so ein Ding. Hätte man eigentlich Wasser machen müssen, hätte man nicht Probe schicken können.
Moin, Viana aus Berlin. Ja, das liest du richtig. 16-fach. Nee, wir spielen auf dem Server. Natürlich kannst du die auch alleine spielen, also so ist es nicht. Na dann viel Spaß. Da ist Crossplay dein bester Freund. Perfekte Spielwiese fürs Big Bad DLC.
Robby, ich lass mal den LKW hier unten stehen. Ja. Da kannst du ja auch mal die Stadt angucken. Alles klar. Doch, Antwort vom Chinesen. Der arbeitet nicht mehr für so einen Hungerlohn. Lösel. Ich hasse es, wenn Shop jetzt drüber am Feld dran liegt. Ja, vielleicht sollten wir es abschalten. Nicht mehr lösen. Ja. Was Shop jetzt drüber abschalten? Ja, also was dann auch nicht. War das beim 15er auch so? Da war ich ja nicht erinnern. Doch, das lag auch so. Den 15er war aber alles drauf. Ja. Stimmt. Ich hab's zwar nicht lang gespielt, aber ich hab gespielt. Okay. Da habe ich noch keinen Server gespielt, weil ich allein. Ja.
Ich glaube, so viel LS wie in LS17 habe ich auch noch nie gespielt. Ja, 15, da habe ich schon Autocombine, habe ich da laufen lassen, das ging eigentlich schon ganz gut, ja. Ja, okay. Aber funktioniert ja hier im 17er noch. Müssten wir ja mal ausprobieren. Ich hab's auch noch gar nicht gefunden. Na, es heißt jetzt AI. AI. Irgendwas. Aha. Ja, aber ob es dann auf dem Server funktioniert, ist eine andere Frage. Ne? Ja, müssten wir mal ausprobieren. Ich hab mal einen anderen Server gehabt, der macht aus. Ja. Hallo, Balu. Na, alles schön. Okay, jetzt Gesundheit.
Also wir müssen Ranger auf alle Fälle sagen, der muss bei den Feldern vorgewendet ziehen, den Thresher. Ja klar, habe ich gestern schon gesagt. Da muss er halt mal eins oder zwei Runden selber fahren. Ja. Du kannst vermeiden, dass sie in die anderen Felder reinfahren. Erstens das und zweitens verfragt man das Stroh nicht so weit drüber. Ja. Ja, stimmt. Nachricht aus China. Das ist alles von Video. Und im Sommer hat man für dieses Jahr mit 800.000 Flüchtlingen in Deutschland gerechnet. Aktuelle Schätzung lautet auf 1,5 Millionen. Die Differenz von 700.000 wird auf das Konto der Angela Merkel, der unverantwortlichen und vernichtenden Politik. Frau Merkel hat das Dubliner Abkommen außer Kraft gesetzt und verstößt gegen das deutsche Grundgesetz. Das darf sie nicht. Die meisten Menschen, die kommen, sind Wirtschaftsmigranten, keine Kriegsflüchtlinge. Der vier oder fünf Ukrainer Länder durchgehen, nicht etwa keine Krieg. Es ist eine Illusion zu glauben, dass diese Migranten für die deutschen Renten arbeiten können. Dafür ist der deutsche Mindestlohn eine viel zu große Barriere. Deutschland kann hauptsächlich nur Sozialleistungen anbieten. Frau Merkel hat offensichtlich vergessen, wie sie gewählt hat und wen sie beschützen soll. Es wird bald aufzuwachen und diese Invasion zu stoppen. Australien hat es vorgenommen. Vielen Dank. Sehr gut. Ja. Das ist alles die Wahrheit. Er will Mindestlohn, will er damit ausdrücken, ne? Ach, Mindestlohn. Er kriegt ja einen Zweisackreis statt so einen. Der ist gut, der kann jeden Tag gebratene Nudeln essen. Ja. Der Blatt in der Händchen. Den Chopsui. Reiswein. In Wangentaschen. Ja. Und sich von Lili massieren lassen, was er nur rumjammert. Aha. Da der Grund, warum man wieder hinfährt. Ja, ja. Sonst geht doch keiner freiwillig nach China.
was hier in Streifen stehen lassen. Echt? Ah, ich hab's genau gesehen. Ja, das war die erste Bahn, war das. Die zweite habe ich angepasst. Ich muss ja mal durchfahren dann. Ich fühle mich echt blödes Fett. Warum so? Das mit Choppets vor gefällt mir gerade echt gar nicht. Ja, mir auch nicht. Das sieht scheiße aus. Was war doch vorher nicht so? Nee. Vorher war nur über den Feldrand, aber die Streifen, die da kommen, die waren vorher nicht. Aber die hast du jetzt überall vom Feldrand, ne? Mhm. Wenn du dann siehst, ob das da wächst, dann stimmt auch was drauf, oder? Ich würde mal ja sagen. Ja, kannst ja nicht erst grubbern und dann mit der Walze da drum rumfahren, weißt du? Ja. Arbeitsbeschäftigung. Ja. Immer ein paar Chinesen kaufen. Mach Bäume drum, da kann er gleich mitnehmen. Was sag mir denn mal, wo der Scheiß ist?
bei dir los? Oh, bei dir? Ah, war ein Traktor oder so, keine Ahnung. Stell mal vor, du würdest jetzt gerade im Spiel Gülle rausbringen und der fährt draußen ein Trecker mit Gülle vorbei. Das ist der erste Geruch. Gülle ist, oder? Kann passieren. Mal abgeernt haben sie alle. Jetzt ist Güllezeit. Ich hab's gefunden. So, gleich wieder da. Ja. Weißt du hin?
Nicht? Also am Hof habe ich noch nichts gemacht. Was am Hof? Ja, zumindest das große Feld, was wir da geackert haben, das habe ich nicht gemacht. Ach so. Nur die Umrandung bis da bin ich noch angekommen. Ich hab's jetzt im zweiten Rechner laufen. Ach ja, lässt einen Helfer laufen und macht nebenbei Mapping, ja. Kein Helfer. Ja, GPS und Tempomat ist fast wie Helfer. Achso, aber nur fast. Der kostet nichts. Ich war neugierig und das ist ja der reparierte Rechner. Wir müssen mal Leistung testen mit dem Ding. Da hab ich mir erstmal das Skript noch geholt, dass ich auch alles sehe, ne? Ah. Das Video läuft mit. Also bis jetzt macht er keine Zicken. Und irgendwann nur mal eine neue Festplatte rein, sonst ist er im Arsch. Also Feld 50, 49 habt ihr jetzt mit Mais gemacht, oder was? Ich weiß gar nicht, Weiße hat es gemacht. Achso. Ja, auf Feld 49 oder 50 ist auf alle Fälle Mais drauf, da war ich ja noch da. Genau. Da der Mais drauf. Ah ne, 49 ist Raps. Ne, was ist das? Gerste? Gerste ist das, glaube ich, ja. Ne, hat der Gerste drauf, ja. Ich stelle dann bei mir aber erstmal kurz auf Helfer. Mhm. Erstmal was zu essen machen. Ja, klar. We did it.
bis gleich. Bis gleich. You, cause you seem cool, now I'm laughing, cause I'm the same fool, who would believe anything that you would tell me, same fool, but anything you could sell me, saw it happen with a friend, now I gotta let you, felt like it was all pretend, matter time till the end, wrote this song to let you know, damn, it's a cold world, you need a North Face, just to hold her, no silent story, this is game time, my mind is made up, no way that you can change mine, don't want no drama, so say the F word, she said just get more effort, now I'm saying F her, that's why I left her. It's all good, there's plenty of other girls, I'm not saying I would, but I might.
ist auch da. Ja. Macht näher hier. Warum? Ach, was hat er gehört? Ah ne, das war ja Weißer gestern, wo er hier querfett eingekrubbert hat. Okay. Ja, hat aber auch wirklich eine komplette Schneise geschlagen. Das ist ein Gemälde, ne? Es gibt Lohnabzug. Was denn komisch?
Mit der F5 gedrückt, ja? Ja. Sag mal, ich fahre dich mit Feld 33, oder? Ja. Drei Bahngleiter. Von der Weiser und der Klapper heute muss ich auch ein bisschen sehen. Thank you.
Wenn wir vom Klapperkopf reden. Ja. Ich bin da angerannt. User joined your channel. Ja. Hallo. Hallo erstmal. Guten Tag. Klammer, wir bereiten gerade deine Felder vor. Kann ich die ernten, ja? Nein, das darf dann sehen. Nein. Die 18 ist fertig, stell dich selber hin mit Pappeln da. Sämaschinen kann ich nicht umgehen. Der Drescher wird gehen, aber Sämaschinen, ja. Hast du bei Kopf nichts gelernt? Nein. Nein. Wenn du das gehört hast, ne? Was haben denn die jetzt vorher gemacht? Ah, ich krieg einen Anfall. Genau, mit dem Glas brauchen wir was. Ja. Cutter 2020. Also jetzt glücklich, der Kleine, ja? Und der Riesloch-Mod noch da. Spielfallen hab ich schon. Oder mit der Uhrzeit. Genau. Vielen Dank, Farmer Black Beast, für deinen Follower. Anfang September durfte sie dann alles spielen. Was? So viel mal Schlaf. Voll ne? So, September welches Jahr? Das oh, 18, 19, ja. Boah, kann mal einer Bescheid sagen, wenn er ins Spiel kommt? Nein. Ja, also, da habe ich gerade gesagt, ich träume. Jetzt mal zugeguckt, gesagt habe. Wir brauchen so eine Rundumleuchte, wenn einer kurz bevor er reinkommt. Da explodiert das Glas. Ich hab ja den Glas eigentlich extra für den Koch auf dem Sommer getan, falls er auch mal vorbeikommt. So länger unwahrscheinlich. Er war zwar vorhin kurz im Discord und dann war er wieder verschwunden, aber ich weiß nicht, was es hat. Ja, macht die Cosplay-Kurse dann nicht so groß, sonst hängt sich das Spiel auf. Das fragt doch häufig.
Was darf ich denn tun oder was darf ich nicht tun? Wollen wir nicht bearbeiten? Gerade am Überlegen. Bobby, was könnten da Klapper machen? Was gibt's denn noch zu machen? Robert ist ja schon angeschlossen. Ja, fast alle. Ja, ich bin schon in der letzten Bahn. Der Klapper könnte ja schon mal alles zu Feld 50 schaffen fürs Maishexe. Ja. Haben wir schon das 20 Meter Gebiss? Nein, nicht mehr 1000. Also dann brauchst du bestimmt die LKW. So. Wo so lange LKW? Mit den LKW brauchst du keinen Häckselblut machen. Nee. Kriegst du ähnlich ein Silo abgeladen. So ist es. Nimm dir die Drohne. Die kannst du zusammenhängen, zwei Stück. Ja. Müssen hinten bei der BGA stehen. Richtig. Hier ist ein hässlicher Kronenhäcksler mit dem anderen dran. Ja. Muss nur das Schneidwerk wegmachen. Bobby, kaufen gleich mal das. 2020. Die Kosten. Ach, nur 154.000. Hat er bescheiden. Ja, dafür hat er gestern 320.000 Erntegut verkauft, ne? Schwer gearbeitet, was immer blub blub was war. Ne, 620.000. Ach, auch 620.000? Habe ich mit dem Breiten Zugwerk gefunden. Okay. Ja, Schneidwerk steht am Hof. So, jetzt gucken wir nochmal den Streifen an. Und der ist ein Nebel hier. Der Klaas hat trotzdem aufzukämpfen mit den großen Gruppen. Ja, ja. Oh, nochmal ein Trecker mit Nitro. Hä? Trecker mit Nuss-Einspritzung. Achso. Oder gleich Flugzeug mit. Ja, gibt's ja mit Nuss. Ist ja 5 Minuten fertig mit Feld 18.
quest for the key that will unlock a universe of awesome power. The most dangerous journey is the one that leads you der Trophy des Spiels. Ja, war ja noch nicht fertig, ne? Okay. Der nächste, wo eine Lampe hängt. Oh, ich war schon weit weg von dem. Das ist genau die scheiß Lampe, wo du weißt, dass ich auch mal aufhängt. Ich könnte aber auch nicht da, ne? Wir können auch einfach nur zugeben, dass ihr nicht fahren könnt. Ja, ist klar. Ja, du hast recht, wir sind alle zu unfähig, gerade aus der Fahrt. Warte mal ab, ey, der Baum kommt noch. Laut meiner Anzeige war doch genug Platz an dieser Laterne. Trotzdem Platz, der hängt dran. Liegt eindeutig an dem Schneidwerk. Eindeutig. Aber dieser Motor sein von diesem Gerät ist äußerst nervig, oder? Der was? Der Sound von dem Gerät. Weil das ständige Klappern geht auf die Nudeln in der Zeit. Ja, stimmt. Von welchem Gerät? Von dem Häcksler. Bin ich noch nicht getroffen. Ja, der hat auch Klappern am Anfang, was? Das geht dann immer weg. Aber warum das so ist, weiß ich auch nicht. Das ist immer noch. Das liegt nicht am Fahrer. Nein, nicht am Fahrer. Ich muss mal gucken, wenn ich die Farbe gewechselt habe, bestimmt auch wechseln. Machen wir das Hexe gut, dann lassen wir unten bei den Kühen die Fahrsilos. BP, Farmer Black Beast. Die auch noch einen schönen Tag. Ja. Ist ja eh Glas. Dein Gerät soll jetzt noch vor 50. Welches Gerät jetzt noch zur 50 soll. Ich habe jetzt diesen hässlichen Häcksler hingestellt. Mit Schneidwerk.
großen. Und dann noch die Krone-Anhänger. Diese Silage Krone-Anhänger. Da kannst du zwei hintereinander gucken. Aber ja, gut. Sehen die? BGA hinten in der Halle. Ja.
Hupe muss er was machen, da stehe ich auch. An der Hupe muss er was machen. Und bei dem Zug die Hupe müsst ihr auch noch machen. Der Klaas hat die Zughupe. Herzlich. Hört sich an wie ein ICE. Du hast doch gestern im Zug gesessen und hast gehupt, oder? Ja, das ist die Standardhupe vom Zug. Hört sich auf der Standard-Web genauso an. Hallo. Er ist bei mir ausgestellter Zug. Rein zwischen. Die letzten Meter mal so hinziehen, oder? Ja. Aber der MRP haben wir es gepackt. Ja, du weißt doch. Ich hab's gewusst. Wie war das mit dem fahren können? Und sogar als Beweis gibt's, oh Mann, ich hab mein Blut verloren. Blöde Hube. Oh was. So dicksten Geräte dran, wissen wir nicht fahren können. Good.
Hast du gestern eigentlich noch hinbekommen mit deiner Fahrtlenkung links nach oben? Bitte? Hast du es gestern noch hinbekommen mit den mit der Radlenkung? Ich hab's ihm gesagt, dass er das machen wollte. Und ich geh mal von Auto sehen. Weil wie soll ich hab davon echt keinen Plan von den Einstellungen, was du da machen kannst. Also ich hab's ihm gesagt, wo es reinschreiben muss und er hat mir gesagt, dass es funktioniert hätte. Okay. Der Rest ist eh bloß Feintuning dann, also dass du dann noch einstellen kannst. Oder so. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt von dem Original-Fan, den es im Spiel gibt, ob du das nehmen könntest, diese Einstellung. Das ist blöd, das waren 1000er Fan und wenn du 900er nimmst, müsste das ja fast gleich sein, oder? Ja. Boah, der rutscht aber ganz schön, der Cargo, ne? Dieser Häcksler, ja, das ist nervig. Also ich vorne die ersten 5 Meter zu tun, wo ich da mit losgefahren bin. Dachte, was geht denn jetzt ab? Ja, also eine Vereinstellung. Ja? Ja, also ich würde auch sagen, der ist irgendwie zu leicht oder so, finde ich denn. Ja. Wenn du damit fährst. Er hat einfach nur eine Schraube locker, deswegen klappert er und rutscht er. Und die Lenkung ist total beschissen. Ja, Knicklenkung. Ja. Ja. Du kannst, ne, warte mal, ja genau, du hast Wendeschaltung oder Wendegang. Und dann hast du Hundegang rechts und Hundegang links. Und da kannst du dich einstellen. Oder wenn du rückwärts fährst, das meine ich. Rückwärts fahren und denken willst, das ist irgendwie seitenverkehrt. Ach, guten Tag, Herr Steinmüller. Aha. Ich nicht mehr herfahren oder? Ich will mich erstmal jetzt zurechtfinden mit dem Cargo. Ich glaube, ich habe den letzten Mal in LS2 verwendet. Na dann, gucke mal. Ja. Hm, was? Wieso reden die Plan jetzt dafür? Dann 10 Minuten fertig, oder? Aber war ich eigentlich ursprünglich der Cargo, dass du hinten den Aufbau anhängen konntest? Da habe ich auch eine Erinnerung, ja. Weil, du guckst dir noch auf den, oder? Ja, weil mit diesen scheiß Knicklenkungen kann ich mich nicht dran erinnern. Naja, gut. Ich hab noch Schabel putzen. Wir können ruhig schon. Angst vor dem großen Schneidwerk. Dass ich da aus dem reinfalle. Du musst ja dann eh umkoppeln. Und mit dem letzten Lenker kommt er ja dann nicht runter. Was denn? Da fahr doch mal drunter. Nee, das ist durchweise Schneidwerk.
Also das hat keine Kollision, das Schaltwerk dann? Nee, das hat Kollision. Ja, gut. Realistisch. Wo willst du dich abladen? Willst du was drücken? Ja. Achso, Rohr ausfahren. Ah, jetzt so. Ja, in der Zeit könnte jetzt der Klapper drüber fahren und von deinen 80 noch voll machen. Also mit den Dingen kommen wir unsere Anfeld 80 wagen. Wie viele Ladewagen sind so klein? Nein, darfst du nicht. Wow. Ich wollte dir nur helfen beim Drehen. Aber in der Innenkabine hast du das Klappern halt nicht, gell? Ja. Da muss ich irgendwie wegkriegen, ja. Ich bin ja voll. Von gestern noch. Ja, da könnte ich wieder was nachschütten. Ich hab nur eine halbe Flasche. Du musst ja heute noch mal einkaufen gehen. Nee, ich hab schon vorgetragen. Ich habe keine 5 Minuten, damit ich rufe. Am nächsten Tag wieder eine kleine Stunde. Das ist nicht gut. Ja, nicht mehr lang. Dann bin ich umgezogen, dann habe ich auch noch 5 Minuten. Ah, der hat einen leichten Linksfall, oder? Der zieht leicht nach links. Habe ich auch, die meine ich auch, ja. Aber wir haben ja einen Fahrzeugspezialist, dass ich das mal angucken kann. Thank you.
Jetzt alle drei Hacker mitgenommen? Ja. Ja, die waren angekommen, da haben sie mitgenommen. Wenn wir zwei Hänger kaufen. Und dann zieht die ja ohne Problem. Was mir gerade einfällt, was hier auch gehen könnte, dass wir mit dem Überladewagen ranfahren. Also die müsste dann bloß in die andere Richtung fahren, oder andersrum fahren. Das in den Überladewagen reinkippen und dann von dem Überladewagen in die Anhänger. Dann müsste das ja passen, wenn die zusammen gehängt bleiben. Eigentlich schon, ja. Dann würde ich die jetzt in den Anhänger bringen und dann nehme ich den Ladewagen mit. Ja. Geht in den Überladewagen überhaupt Hexe-Tool? Dann mach mal gucken. Weil ich glaube nicht. Hexenbruch zeigt ja nicht an. Ja. Weil das, es gab in LS3 mal so einen Hexenbruch-Überladewagen. Mhm. LS15 gab es den auch mal konvertiert, aber im 17er habe ich den halt bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist nicht blöd. Nicht geht. Anstatt zu schreiben, kommen in TS. Genau. Nimm dir einen Trecker und fahr mit ab. Ja, ich kaufe einfach Hänger. Nee, der Holmer könnte das auch nicht werden. Boah, Lampe. Ich habe genau die Lampe, wo ich immer die Wetter, immer. Wenn er jetzt spricht, klingt er wenigstens wie ein Texaner, oder? Vollmond. Hexasteine. Kann man da gar nicht drauf gehen? Oh, scheiße. Scheiße. Ich wollte mich auf den Bunker drauflegen und Pause machen. Ich hab einen Pausenwagen, ne? Kannst du dich reinsetzen? Hab ich mal Koch gesehen, deswegen. Da guckt er sich bloß ehrlich an. Ja, schön drin sitzen, Flasche Bier in der Hand.
wurde er drehts Bild rum. Ja. Kommt er schon mit 3 Anhängern oder was? Ja. Hast du Klammer wenigstens auch noch welche gekauft? Nein, aber kaufe ich jetzt noch. Weil ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg. Ja, der Shop ist ja da oben. Ja, also kannst du auch, kannst auf den Hof zurücksetzen. Ich kaufe noch 2 Stück, du. Wenn Steini kommt, kann er dann auch 2 fahren, oder? Ja, wenn der Steini dann mal kommt, dann... Weil ich mache noch bis um 2 mit. Oh, haben wir noch 20 Minuten. Du bist voll, Robben. Weiß, ich war gerade schon. Ja, aber da hat er das eine Loch da oder reinsteckt, ne? Zweideutig, ne? Mahlzeit, meinst du? So, der Klapper wird nicht so schnell kommen. Nee. Klapper ist voll. Bin ich nicht. Oh. Bei mir zeigt es 43.000 an, also 78%. Achso, da muss man wieder ran. Jetzt bin ich voll. Ja, dein Rohrste kurz. Ja, mein Rohrste war kurz, aber Zeit, ja. Die Freude macht nicht unbedingt. Da fehlt es an der Länge wieder. Nee. Auf die Freude kommt er. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Nein, meinte, du musst aus den Standardfächern erst einen Mod machen und da kannst du dann drin rumfrickeln.
Dann rumtunneln. Aber ich glaube, jeden Standard-Thresher gibt es ja mittlerweile schon als Mod. Stimmt, ja. Aber den großen Überladewagen hab ich noch nirgends gesehen. Den was? Großen Überladewagen. Von den grünen. Vom Big Bad? Ja. Du wirst auch nicht finden, weil das DLC ist und DLC sind verschlüsselt. Ja, das ist es ja. Zwar kannst du die knacken, aber man sollte es nicht tun. Dann müsste man sich für den Standard-Überladerwagen machen, dass du da auch Heckler gut reinschreibst, aber. Ja, das, halt das sollte ja kein Problem. Ja. Stimmt, nur in Arbeit, oder? Warte, ich. Ja, ich gebe die Aufgabe weiter, Mann. Weil früher musstest du ja die Frucht reinschreiben. Da ist nämlich nicht mehr so. Dass jetzt die Früchte reinschreibst, was das Ding geladen soll. Nee, du hast ja jetzt Kategorien halt, in denen die Früchte aufgeteilt sind. Ja, genau, irgendwas mit Bulk und genau, und dann hast du auch wieder diese anderen Kategorien, wie zum Beispiel Zug oder sowas. Der hat halt, wie heißt das? Ich bin das praktisch. Deswegen könntest du theoretisch in den Zug Waggon kein Hexeblut aus dem Silo-Trigger zum Beispiel da. Ginge nicht. Muss den Zug halt die Kategorie Bulk halt bekommen. Mhm. Juhu, wieder Pause. Sehr lange. Der rutscht trotzdem. Ja. Wir haben nochmal nachgucken, was es ist. Nur zu leicht. Ja. Ein Horror reinsetzen. Gesundheit. Hast du jetzt Anhänger geholt? Ja. Bin die beim Händler dort? Am Händler, aber ich setze jetzt im Hauptdruck. Oh, da stehen noch schon drei. Ja, die habe ich gerade abgesetzt. Sechs Hänger dran hängen. So hin? Der Verkehr abschalten, warum kommen gar keine Autos mehr? Na, die überlegen bestimmt gerade wieder, wie sie abbiegen. Achso, oh, ja, ich hab eins gesehen. Oh, noch eins.
jetzt noch Kaffee machen. Oh, Kaffee? Nein, du nicht. Du bist drauf. Oh, Kaffee, ich hab noch Tiramisu. Ja, hier steht eine Flasche von mir. Kann der mal aufstehen. Nee, komm mal schneller. Original ist doch die Kupplung nicht dran, oder? An dem Bogenanhänger. So, wie kurz war. Angetüdelt. Ja, so eine Hau-Rock-Aktion war das. Mit Panzertape und Tüdeldraht. Ja. Alles klar. Ja, ist geklaut vom Panol. Stein lässt sich gerade ganz schön feiern, muss ich sagen. Ja, so lange, so lange kann man auch nicht kaufen. Haben die Käse frei. Ich bin schon mal guckt den Trug, ne?
erstmal? Ist er doch zu lang? Nein, Korb ist zu spät gewesen. Oh, Gewinde zu klein. Die anderen nehmen wir schon voll, alle. Ja, Ringo. Da Ringo, ich doch da oben. Ja, dort oben. Ich hab doch drüben hingestellt. Ganz einfach nicht Ende. Ja, klar sind wir schon der Anhänger. Hast du jetzt noch einen leeren Anhänger? Ja. Mal ich eine Pause, oder? Scheiße.
User joined your channel. Ja. Es kommt. Ach, jetzt. Jetzt, wo wir fertig sind. Ja. Genau, genau. Ihr seid ja gleich fertig, dann kann ich jetzt. Dann kann ich endlich wieder fliegen. Oh. Was fliegen willst du? Nee, um Gottes Willen. Da kannst du auch kruppern. Das war ein Witz. Du kannst aber trotzdem kruppern. Das ist kein Weg. Ist doch egal, jede Arbeit muss gemacht werden. Soll ich noch warten oder soll ich direkt jetzt einsteigen? Ja, guck mal ey. Nicht, dass es nachher wieder heißt, ich mache eine lange Pause. Du hast schon lange Pause gemacht. weißt du doch gar nicht. Ist halt gerade so langweilig auf Arbeit. Muss man ja länger auf Pause machen. Frühstücken. Genau. Kommt besser bekannt vor. Kaffee trinken. Und wir haben das Glück, dass wir bis Ende August noch Ferien haben. Genau jetzt. Und das genau vor der Lampe. Wenn ich jetzt hängen bleibe, dann liegt es aber nicht an meinen Vorkünsten. Na doch ein bisschen. Ja. Ich werde gemobbt, ja. Gar nicht. Mal viel kurz vor der Brücke, Mann. Stell mich wieder quer dann. Na nun, aber los. Was ist das? Hier ist der Schrammogen. Aber ich habe Kaufzeichen. Aha. Ach, wenn ich umziehe, dann kriege ich endlich meine 400. 400. Ich hätte auch gedacht, dass ich am Glasfaser liege, aber das ist wahrscheinlich nur am Haus vorbei. Du kannst ja nicht direkt am Glasfaser liegen. Nein, du liegst bestimmt in deiner alten Kupferlänge. Ich hab sie nicht im Kabel. Keine. Ja, aber die Kupferleitung ist schon trotzdem das Glasfaser. Daran liegt es nicht. Oh. Jetzt. Wie? Stunden später. So, Raucherpause. Schon wieder drüber Himmel, also mit dem Himmel musst du dir nochmal was einfallen lassen. Das ist eigentlich nur, weil ich auf dem Server bin. Ja, eben. Wie bei ETS, ne? Ja, regnet auch permanent. Ich hab Regen ausgestellt und es regnet in ETS bei mir. Ja, wir fahren es auch im strahlenden Sonnenschein. Aber doch nicht deinen Regen trägt der Himmel Trauer. Da ist ein Freudentränen. was? Wie? Kognak-Train, wenn jemand Kognak-Train. Kuppern, sagtest du. Na, da kannst du schon einen Kuppern schnappen und auf Feld 50 kommen. Danach machen wir Feld 18. Okay. Und 2 Meter Kuppern. Ah. Ich muss erst mal auf Feld aufhören. Du weißt aber schon, dass du sie... Du brauchst die Woche nicht mehr auf Arbeit. Ja, genau. 2 Meter Gruppe und Big Band von da. Den roten darf ich nicht nehmen, da ist der Ranger-Füße. Den roten hat doch grad verklappert. Genau. Den noch roter holen. Nehme ich den vom Futter? Was zu machen? Alter, ich hab extra das Gewicht abgemacht, mir das nicht auffällt. Oh. Steht genau mit dran, also daher. Ja,
Ich bin vorne hängen geblieben mit dem Trecker. Deswegen ist eine Hucke entstanden. Ja, ich bin jetzt auch hängen geblieben. Den Rad leider rausholen. Was macht er denn jetzt hier? Ja, das Ding ist kacke, aber. Ja, da müssen wir uns aber dran zeigen. Steini, bist du mit dem großen Flug, Probe unterwegs? Ja. Ja, dann auf. Achtung, Klapper kommt hier hin. Muss aber warten, bis ich unter der Brücke bin. Du hast du im Geschubst. Hast du gesehen, da hab ich einen, da mach ich auf einen dicken Max ein, dann geht's ab. Da gebe ich das ganze Heckler gut auf die Brücke und dann ist mit ihm aus. Das sind wieder Verluste. Wo bist du denn gerade? Ich hab Lohn abgezogen. Welchen Lohn? Meinem Lohn. Aha. Der Lohn? Lohn? Hä? Was? Oh. Noch ein Chinese. Die mal alle Geld haben wollen. Ich habe von Lohn gesprochen, nicht von Geld. Lohn ist Luxus, das haben wir nicht. Ich belohne dich, damit du auf dem Server hier Zeit machst. Genau, dafür kostet es nichts. Außer die Nerven. Die sind eh schon hinüber.
Alles passt, Joker. Der ist aber hart scharf hier. Hätte Robby noch zwischendurch gepasst. Verquer. Sicherheit. Dann können wir die Bauaufsicht fertigen, dass wir die Brücken breiter machen. Wird eh abgelehnt, oder? Genau. Ich hab's abgestellt, ne? Ja. Oh, mein Weg ist zu schnell. Robby ist ja noch nicht mal auf dem Rückweg. Ich geh erst mal in den Rauch. Ich wäre ja schon im Rückweg, aber ich komme da nicht mehr weg. Oh, das ist ein weicher Fortschritt. Oh, jetzt hängt das Ding schon wieder fest. Ja, das ist halt kacke, wenn du mit drei Hängen oder so abgibst. Das ist ja, dreimal durchgefahren geht ja, beim vierten Mal hast du ein Problem. Ne? Warte mal. So, mal steigen wir in den Trecker ein. Erstmal hinkommen. War eigentlich nicht fest, Alter. So, du bist ein Träger drin. Warte mal. Ja, die noch rauskriegen da. Nein. Mal mit dem Rad leider von der anderen Seite kommen. Wird du nicht lernen, oder? Mit dem Rad leider. Ja. Kannst du mal darüber versuchen, wo die Räder sind, wenn du mal drüber schieben? Ja, ich komm. Split this whole thing up 50-50, now my life.
Ja. Hängst fest oder was? Moment, doch. Ich guck mal von der anderen Seite, dass ich schon mal reinfahre und den Rest reinkippe. Beim Anhänger. Das habe ich gemeint. Der Steini fährt gerne mit dem Big Bad. Aha. Und du wolltest den verkaufen? Ja, ich? Nein. Nein. Meine Kuh ist ja nicht da, da muss ich halt eben nehmen. Was hatten die bis 30 oder so die Kurve, ja? Ach, das ist ja gar nicht meine. Den in der Ecke und machen Raucherpause. Naja, Raucherpause, ne? Bisschen die Anhänger wieder alles kuddeln. Hätten wir eigentlich Steini erstmal zum Silo schieben, abkommandieren können. Kann ich das? Hat er immer drüben mit seinem Big Button, das kriegt man nicht hin. Das wäre eine Idee. Vielen Dank, Lox, für deinen Follower.
Ebene. Ja, keine Chance, oder? Wollen wir das nächste nehmen dann? Alles muss man selber machen. Aber mach's gut. Du willst doch, dass es ordentlich wird. Ah, stimmt. Habt ihr recht. Das ist der letzte Hänger jetzt. Ja. Dann schiebe ich das doch wieder zusammen. Kann man Hand nur noch von einer Seite reinfahren. Wir sind unser Ziel und Sperre. Was ist gesperrt? Da wo unser Silo-Experte ist. Außer da, oder? Hm. Mein Gott. Achso. Synchrofilm. Irgendwie ist die Cycle ist irgendwie zu kurz. Also wir müssen ziemlich nah ranfahren, um das wieder zusammenzukuppeln. Ja. Länger dran.
länger kann man es. Ich habe gerade festgestellt bei dem Häcksler, dass er sich selbstständig bewegt, weil der rutscht hinten rum. Ja. Du hast gerade gesehen beim Abfüllen. Hättest die Silo gleich wie auf der Thüring füllen müssen. Dann haben wir die doch auch immer einfach gleich rückwärts gefüllt. Ja, stimmt. Also eine Wand gemacht und dann bist du rückwärts rangefahren, ne? Ja. Na, auf einer Seite haben wir es gleich richtig vollgekippt und dann immer einfach noch rangefahren. Aber die ist bei dem großen Silo hinten wäre zum Beispiel. Genau. Ja, beim nächsten Mal. Entschuldigung. Ja, will ich. Machst du jetzt Kuppenkuschel oder was? Ja. Weiß man nicht, echt doch. Oh, gut.
Schön mit Gefühl gemacht. Den der Kuh? Dann klappt das nicht auch. Kann man so essen? Wenn wir mit Lachsen kein Gefühl kennen, das ist mir schon klar. Oh, dünnes Eis. Ich will nicht sagen, dass die Thüringen besser sind, oder? Doch, wir sind liebevoll. Das kann ich auch jetzt auch bestätigen. Das haben sie euch eingeredet, ja. Das ist nicht klappt hier dran. Wir sind doch immer lieb und nett. Wir sind der beste Freistaat der Welt. Was? Wir sind der beste Freistaat der Welt. Einbildung ist auch gebildet. Ja. Und wenn es der einzige ist. Der ist jedenfalls immer besser als die Bayern. Ja, das ist sowieso. Seit der Tag bin ich auf dem Ort taub. Ja? That's why. Simba. Sitzt so mit seinem dicken Trecker fest. Hudelt mich mal einfach frei, bitte. Guten Tag, Big. Nee, momentan noch nicht. Momentan ist es noch eine geschlossene Beta, steht ja auch kurz da. Wir testen und ab Anfang September suchen wir gerne Mitspieler. Vielen Dank, Robin. Thank you.
Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Was? Ihr hättet ja auch erstmal das Hexegut hier in das große Lager reinkippen können. Lager? Ne, hier, das große. Stroh, Gras, Silage. Achso, ja, der Hexegut auch mal, ja. Dann hätte er das schön nach und nach rausnehmen können. Ja. Kommt ja jetzt mit, ne? Was haben wir weg ist. Nee. Wolltest du nicht um zwei eigentlich los? Ja, ich mache nämlich jetzt los. Bei Jo, es sind noch ein paar Stunden bis dahin. Jetzt haben wir 14 Uhr. So. Auch in dem Sinne an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.